Hallo Freunde, schließt eure Frauen weg, damit sie euch nicht vom Kaufen abhält. Denn in der Reihe Molle 2 habe ich was Neues entdeckt, hab's mir natürlich gekauft. Und wenn du wissen willst, was das für ein geiles Teil ist, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Uwe Köhler. Heute wieder hier aus meinem Buschkraftkeller. Aber mein erstes sturmfreies Wochenende. Ich muss nicht arbeiten. Das bedeutet für mich, ich werde dieses Wochenende rausgehen. Das nur mal so nebenbei. Ja, in der Reihe Molle 2 habe ich euch ja schon ein bisschen was vorgestellt. Und man mag es nicht glauben, ich bin noch auf etwas Neues gestoßen. Auf ein richtig geiles Teil. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Ja, ich habe hier einen neuen Rucksack in der Reihe Molle 2. Ich bin auf das Teil gestoßen. Ich habe es mir lang überlegt, ob ich ihn mir kaufe, weil ich muss fairer halber dazu sagen, das Teil war nicht gerade günstig. Einer meiner teuersten Rucksäcke, wenn ich das so sagen darf. Und zwar handelt es sich hier um den Molle 2 Medium Rucksack. Das ist jetzt kein reines Lastentier, sondern das ist wirklich eher ein reiner Gefechtsrucksack. Für jetzt weniger Gepäck als das, was ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Das war ja ein Riesending mit, ich glaube, fast 90 Liter hat das Ding gehabt. Bei dem hier, ich konnte nicht ganz rausfinden, wie viel er hat, aber ich tippe mal schon so zwischen 60 und 80 Liter dürfte das Teil hier auch haben. Also wie gesagt, es ist ein reiner Gefechtsrucksack. Genannt wird er Molle 2 Medium. Steht auch innen drin auf dem Etikett. Und wie soll es auch anders sein, mit der entsprechenden Versorgungsnummer dabei. Vom System her ist er genauso wie der andere Rucksack, nämlich auch mit dem Molle 2 System versehen. Er ist hier auf einem Rahmen festgemacht. Das macht ihn auch so besonders. Man kriegt den Rucksack auch oft ohne den Rahmen. Ich habe Glück, ich habe es noch mit Rahmen gefunden und noch zu einem annehmbaren Preis. Es ist ein gebrauchter Rucksack. Aber ihr könnt es sehen, der ist noch in einem einwandfreien Zustand, keine Schäden dran, nichts kaputt, nichts zerrissen, nichts dreckig. Und ich habe für den Rucksack bezahlt 130 Euro bei eBay. Ihr kriegt denselben Rucksack bei Ranger Check beispielsweise für 300 Euro. Und ihr könnt den auch als Nachbau kaufen bei Amazon. Gefällt mir persönlich nicht. Also man sieht, dass es ein Nachbau ist und auch die Farben sind bei weitem nicht so wie bei dem. Sieht also richtig künstlich aus. Aber auch das Teil kostet, glaube ich, 250 Euro. Also da habe ich mit diesem Teil, und es ist ein Original, es ist überall auf jedem Teil die Versorgungsnummer drauf. Und für fast 130 Euro ein super Schnäppsche, würde ich mal sagen. Gut, kommen wir mal zum Rucksack an sich. Also, wir haben hier wieder das altbewährte Molle 2 Tragesystem. Wir haben hier die Gurte, die allerdings ein bisschen schmaler ausfallen, wie jetzt bei dem anderen Rucksack, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Von dem System her ist es dasselbe. Auch hier wieder dieses Schnellschlusssystem. So, jetzt habe ich es. Wo ihr einfach dran zieht, klack, den Rucksack abwerfen. Und was hier auch ist, der Hüftgurt ist hier um einiges schmaler, was aber dem Tragekomfort keinen Abbruch macht. Also ich habe ihn schon benutzt und ich werde ihn auch jetzt kommendes Wochenende benutzen. Wir haben heute Freitag, also Sonntag spätestens geht's raus und dann werde ich den dabei haben und werde ihn dann nochmals auf Herz und Nieren prüfen. Auf dem Rahmen angebracht. Der Rahmen allerdings hat einen kleinen Unterschied zu dem anderen Rahmen. Der andere Rahmen war kompakt zu. Der Rahmen ist nach oben offen und der Rucksack wird einfach von oben drauf gesteckt und dann hier einmal mit diesen Klettverschlüssen am Rahmen fixiert und dann sitzt der bombenfest. Damit ihr mal so ein bisschen einen Größenvergleich habt, habe ich euch mal einen Rucksack von Cybertron, ähnliches System und den habe ich, da ist er, kleinen Moment, so,
Jetzt habt ihr hier mal so ein bisschen den Vergleich. Der hier von Cybertron, vom System her, ihr seht, sind es so diese Gefechtsrucksäcke. Ne? Und wenn man die mal vergleicht, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied, auch von der Größe her und natürlich auch vom Preis, selbstverständlich. Wobei ich dazu sagen muss, der Rucksack hier von Cybertron, den habe ich jetzt schon seit einigen Jahren. Da ist noch nichts kaputt, da ist noch nichts abgerissen. Das ist auch ein geiles Teil und das für gerade mal, ich glaube, 30 oder 40 Euro hat er gekostet. Den habe ich oft benutzt, auch im Alltag und man mag es nicht glauben, in das Teil geht saumäßig viel rein. 30 Liter Fassungsvermögen plus noch mal rechts und links zwei Taschen, die habe ich jetzt nicht dran, mit jeweils noch mal, glaube ich, 5 oder 6 Liter. Also ihr kommt bei dem ungefähr an die 50 Liter ran und da passt wirklich sehr viel rein. Das nur mal so nebenbei. Die Tactical Series ist das von Cybertron und es gibt hier noch eine Tasche dazu, die man unten ran machen kann, die man dann als auch als Umhängetasche und als Bauchtasche tragen kann. Nur mal so nebenbei gibt es bei Amazon Cybertron und ich kriege dafür kein Geld, wenn ihr den kauft. So, aber jetzt wieder zurück zu diesem Teil hier. Ja, ein Gefechtsrucksack, der ja eigentlich keine Wünsche offen lässt. Ich fange mal außen an, wie gehabt. Wir haben hier außen zwei große Taschen. Und wir haben überall wieder meine geliebten YKK-Verschlüsse, also Reißverschlüsse. Und die auch recht groß sind. Moment, ich zeige es euch. Also hier. Und die auch leichtgängig sind. Zack. Und dann fangen wir mal mit der untersten Tasche an. So, ich drehe es mal so hin. Dann kann man da sicherlich ein bisschen besser reinschauen. Also, die Taschen hier, die sind also wirklich mächtig groß. Also, wenn mein Schlafsack ein bisschen kleiner wäre, würde ich ihn da reingrummeln können. Also, die Außentasche hier ist wirklich sehr groß. Die Außentasche hat hier innen drin nochmal so ein Aufbewahrungssystem, jeweils hier mit zwei großen Taschen. Ja, was man auch immer da reinpacken mag, ob es jetzt Kleidungsstücke sind, Essen, Ausrüstung, völlig egal. Diese zwei großen Taschen sind da, wenn man etwas separat vom Rest trennen möchte. Wir haben hier nochmal ein zusätzliches Organizer-System. Hier nochmal zwei zusätzliche Taschen, wo man auch nochmal etwas reinpacken kann. Der Rest der Tasche, wie gesagt, recht groß. Da kriegt man einiges rein. Zusätzlich hat man hier nochmal ja, so ein Haken. Ja, was auch immer man daran machen kann, ich weiß es nicht. Hat sich sicherlich die Armee was dabei gedacht? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel über diesen Rucksack gefunden, beziehungsweise ich habe jetzt auch nicht wirklich danach gesucht. Aber wenn ich die Beschreibung dazu finde, dann werde ich das ein oder andere, was ich vergesse, vielleicht nachreichen. So, die nächste Tasche sitzt hier oben drauf, ist ein kleines bisschen schmaler und ein bisschen kleiner, aber trotzdem noch groß genug, um einiges zu verstauen. Auch hier wieder die YKK-Reißverschlüsse beidseitig aufzumachen. Zack und zack. So, vom System dasselbe. Auch hier wieder der Haken, wofür auch immer. Und hier wieder Organizer-System. Diesmal hier kleinere Taschen. Und hier so, ich sage immer Kugelschreiber-Taschen, wo man Kugelschreiber, Taschenlampe, was weiß ich, was reinpacken kann. Und ansonsten ist auch diese Tasche groß genug. Also hier könnte ich beispielsweise mein Essenspouch reinpacken. Nässeschutzjacke kann man hier reinpacken. Da passt auch schon einiges rein, wie Paracord-Schnur, Kleinzeug, wo man einfach schnell ran muss. Ihr seht, es gibt ein kurzes Video. Ich bin richtig in Fahrt. Zack. So, was auch diesen Rucksack auszeichnet, genauso wie auch den anderen Rucksack, er ist wieder vollgepflastert mit Molle-Schlaufen. Hier vorne angefangen. Ich habe auch auf eBay die passenden Pouches zur Seite gefunden, die Sustain-Pouches, ähnlich wie die Pouches vom anderen Rucksack, den ich euch gezeigt habe, wo mein Essens-Equipment drin ist. Und die kann man dann auch hier an der Seite anbringen. Ne? Hier auch alles voll mit Molle. Und hier auch. Also an Molle-Schlaufen haben sie bei Gott nicht gespart an dem Rucksack. Also überall welche dran und überall, wo man was ranmachen kann.
So, was mir auch sehr gut gefällt, ich nehme das Ding mal auf den Schoß, das sind diese Schlaufen hier oben. Die kann man aufmachen mit den Clipverschlüssen. Man kann sie vergrößern. Man kann sie zumachen, zack und zuziehen. Das eignet sich beispielsweise, wenn man eine Jacke hat, die man oben drauf machen möchte. Für eine Schlafsackrolle. Ich beispielsweise könnte hier mir gut vorstellen, meine Wolldecke zusammengerollt drauf zu machen. Den Poncho-Liner kann man hier drauf machen. Also da gibt es sicherlich verschiedene Dinge, wo man diese zwei Schlaufen nutzen kann. Die sind aber extra dazu da, um da wirklich etwas auf dem Deckel festzumachen, wo man schnell ran muss. So, dann das nächste, was ich sehr gut finde, was auch durchdacht ist, haben wir einmal hier. Zack. Einmal eine Öffnung. Und da komme ich mal ein bisschen näher ran. Hier eine Öffnung. Und zwar ist diese Öffnung dafür gedacht, dass man da eigentlich ja, die Antenne vom Funkgerät durchschiebt. Und das erkläre ich euch auch gleich. Und dazu muss ich den Rucksack, ups, man sieht mich nicht mehr, den Rucksack aufmachen. So sieht das Teil von innen aus. Und jetzt stehe ich einfach mal auf. Ihr seht hier einmal das Etikett, damit ihr auch seht, dass es ein Original ist und kein Fake oder Fälschung. Ne? Hier auch wieder die Versorgungsnummer drauf. Ja, und hier innen drin, und da stehe ich auch nochmal auf, hier innen drin in einer separaten Tasche hinten die Halterung fürs Funkgerät. Das Funkgerät wird hier reingesteckt. Hier kann man es an der Seite zuschnüren, also fixieren, zack. So, und dann kommt hier oben entsprechend die Antenne durch und dann hat man das Funkgerät sauber im Rucksack. Also ihr seht, das ist jetzt ein Rucksack ja, für Truppen, die aktiv unterwegs sind und auch im Gefecht sind. Und ich lasse ihn jetzt einfach mal auf. Und wir haben hier an der Seite einmal die Öffnung für den Trinkschlauch von der Trinkblase, die man auch hinten reinstecken kann. Einmal, ich sag mal, wenn man Rechtstrinker ist. Und einmal, wenn man Linkstrinker ist. Also man hat auf beiden Seiten diese Schlaufen und hat da die Möglichkeit, dann die Trinkblase hinten reinzustecken und den Trinkschlauch, je nachdem, wie man es möchte, rechts oder links aus dem Rucksack rauszuziehen und dann entsprechend zu trinken. So, das war es jetzt einmal zu diesem Feature außen. Ja, was er auch noch hat, was nicht zu unterschätzen ist, ist ein schöner Trageriemen. Das finde ich bei einem Rucksack immer wichtig. Das vermisse ich ein bisschen beim Alice Pack. Da kann man ihn ein bisschen am Rahmen festhalten, aber wenn er ein bisschen schwerer ist, wird es dann schon schwierig. Hier ein stabiler Griff, damit kann man ihn sicherlich auch aufhängen und das finde ich ganz gut. So, aber jetzt zur Inside. Genau. So, als allererstes habt ihr hier hinten ein Riesenfach und da drehe ich es nochmal um. So. Habt ihr hier hinten ein Riesenfach. Da ist jetzt die Halterung fürs Funkgerät drin. Braucht kein Mensch. Also ich brauche es nicht. Ich habe kein Funkgerät. Vielleicht kann man eine Trinkflasche reinstecken. Ansonsten würde ich hier hinten einfach meine Trinkblase reinmachen, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Beim letzten Video, glaube ich. Die passt hier rein. Der Trinkschlauch geht hier sauber durch. Das Ganze ist hier innen nochmal mit Plastik verstärkt, damit es nicht ausreißen kann. Das finde ich auch sehr durchdacht. Und ja, Isomatte passt hier sicherlich auch hinten rein, die Bundeswehr-Isomatte. Da gibt es sicherlich viele Verwendungsmöglichkeiten. So, das nächste, man hat hier zwei Riesentaschen, die gehen bis nach unten durch. Also ihr seht, mein ganzer Unterarm verschwindet da drin. Auf der anderen Seite dito, genau dasselbe, die geht auch bis nach unten durch. So. Und dann haben wir noch ausreichend Platz in dem Rucksack, der wirklich eigentlich relativ riesig ist, das Ding.
Nach unten hat er jetzt keine Öffnungen. Der andere Rucksack, der hat unten so kleine Löcher drin. Er hat es hier auch. Aber die sind von innen zugenäht, sodass du auch, wenn ich ihn irgendwo hinstelle, kein Wasser von unten in den Rucksack eindringen kann. Hier unten gibt es jetzt keine Molle-Schlaufen oder irgendwelche Möglichkeiten, irgendetwas festzumachen. Dafür ist der Rucksack eigentlich nicht gedacht. Das Ganze ist aus Nylon und somit auch wasserdicht. Also damit kann man auch durch den Regen, was ich persönlich ja wieder sehr gut finde. Und ja, vom Platzangebot ist er riesig. Also ich behaupte mal, den kann man locker auch für einen Overnighter mitnehmen. Nur mit dem Schlafsack verpacken wird es hier bei diesem Rucksack ein bisschen schwierig. Da ist natürlich der andere, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe, wesentlich geeigneter mit dem integrierten Schlafsackfach. Der eignet sich für große Touren, wo ich einen Schlafsack mitnehme. Der hier ist ein Rucksack, wenn ich wirklich mal einen Tag rausgehe und ich möchte ein bisschen bequemer draußen unterwegs sein und doch ein bisschen mehr mitnehmen, dann ist der geeignet. Für einen Overnighter nur bedingt. Man müsste den Schlafsack separat transportieren oder ihn hier reinstopfen. Nur wenn ich ihn jetzt hier noch mit reinstopfe, dann ist hier natürlich der Platz auch erschöpft. Dann müsste ich außen noch jede Menge Molletaschen ranmachen und dann ist der Rucksack eigentlich auch Quatsch, weil dann kann ich auch den anderen nehmen, der dann einfacher zu packen ist und auch einfacher zu transportieren ist. Das ist, und das finde ich richtig geil, das ist ein richtiger Gefechtsrucksack für Truppen, die wirklich im Gefecht unterwegs sind, so wie meine ehemalige Truppengattung, die Panzergrenadiere. Dafür ist dieser Rucksack super geeignet, weil es passt alles Notwendige rein, was ich brauche, wenn ich irgendwo mal einen Auftrag habe oder wenn ich als Bushcrafter rausgehe und vielleicht mal einen Tag von morgens bis abends draußen verbringe und vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen muss. Also ein Tarp, Essen, Bekleidung, eine Axt, ein Messer, Trinken, alles drum und dran, passt hier fünfmal rein. Und ihr könnt ihn wirklich super tragen, dank dieses Gestells hier hinten. Was ich liebe, dieses Gestell, das ist einfach geil und mega durchdacht, das Ding. Und das Tragesystem ist mindestens genauso bequem wie beim anderen Rucksack, wenn es jetzt auch nicht so groß ist. Aber der ist jetzt auch nicht dafür ausgerichtet, Mordsgewicht zu transportieren, wie es beim anderen ist. Der im Übrigen da hinten an der Wand hängt, wer es vielleicht schon gesehen hat. Geiles Teil. Ach ja, genauso wie beim anderen, auch hier wieder Molle-System dran. Also hier kann man noch eine Wasserflasche ranmachen. Man kann hier das Erste-Hilfe-Set ranmachen. Wo habe ich es? Wo? Da ist es. Ne? Erste-Hilfe-Set ist auch selbe Tarn. Kann man hier ranmachen. Ich bin natürlich am gucken, dass ich für diesen Rucksack noch ein paar zusätzliche Pouchtaschen bekomme. Wie gesagt, ich habe schon welche gefunden auf eBay, die aber für meinen Geschmack doch noch verhältnismäßig teuer sind. Also für so eine Sustain Pouch liegt man schon mal noch so bei 20, 30 Euro. Das ist mir für eine gebrauchte Tasche eigentlich ein bisschen zu viel. Aber da muss man halt ein bisschen suchen und dranbleiben. Geiles Teil. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen animieren. Eure Frauen werden es mir verzeihen, wenn ihr wieder einkaufen geht bei eBay oder sonst wo. Mit Tragegestell habe ich ihn jetzt bei eBay nicht mehr gefunden, aber vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück. Wie gesagt, bei RangerCheck gibt es diesen Rucksack noch, so wie ich jetzt ihn hier habe, mit Gestell. Allerdings für 300 Euro, also mehr als doppelt so viel wie das, was ich bezahlt habe. Ich hatte Glück, dass kein anderer sich für das Ding interessiert hat oder kein anderer zugeschlagen hat. Ich habe gleich zugeschlagen und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich werde ihn jetzt dieses Wochenende ausreichend testen. Den anderen da hinten nicht. Der ist für so eine kleine Tagestour einfach zu groß. Das ist Quatschkram. Den werde ich aber testen, wenn ich Ende Oktober, Anfang November rausgehe und einen Overnighter mache. Und da werde ich auch noch andere Ausrüstungsgegenstände testen. Ich habe ja auch noch
das Einmannzelt der Niederländer hier hinten stehen. Noch verpackt, habe ich noch nie benutzt, weil ich bis jetzt noch keine Gelegenheit dazu hatte. Das möchte ich euch natürlich auch noch vorstellen. Und ich habe auch ein oder andere neue Bekleidungsgegenstand von Helikontext beispielsweise. Das stelle ich euch auch noch in einem separaten Video vor. Ja, also ihr könnt euch freuen, es gibt noch ein bisschen was. Ich bin noch nicht am Ende angelangt mit meiner Ausrüstung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen Anregung geben und euch wieder ein bisschen was Neues vorstellen. Ich hoffe auch, es hat euch interessiert. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ihr kennt meinen Abschlussspruch. Schön, dass ihr dabei wart. Gebt mir einen Daumen hoch. Ein Abo und die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn irgendetwas ist. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Ergänzungen, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, bleibt mir gesund und weiterhin viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.